Halloali und herzlich willkommen zum leider letzten Teil der Serie Regionale Küche, rustikale Hausmannskost mit Tradition. Ich werde ein Alt-Berliner Rezept heute vorstellen. Ich werde Berliner Bollenfleisch mit Petersilienkartoffeln kochen. Dazu werde ich ein wenig Pflücksalat und ein wenig Rote-Bete-Salat reichen. Ich werde das Bollenfleisch heute aus Lammfleisch machen. Ich habe mir dafür eine Lammkeule geholt, eine halbe Lammkeule. Das sind hier ungefähr 1,5 Kilo. Das werde ich jetzt gleich bearbeiten, das heißt den Knochen rausschneiden und das Fleisch parieren und in mundgerechte Stücke, also so etwa wie Gulasch in der Größe, zuschneiden. Dann habe ich hier hinten die Bollen. Ja, das ist die Berliner Bezeichnung, die Ur-Berliner Bezeichnung für die Zwiebel. Es ist im Grunde genommen eine Art Zwiebelfleisch, wobei hier halt irgendwie sehr viel Kümmel noch mit rankommt. 1,5 Teelöffel habe ich hier in diesem Fall. Dann noch ein wenig Knoblauch und ein wenig Butterschmalz zum Anbraten für das Fleisch nachher. Ja, dann kommt nur noch ein bisschen Pfeffer und Salz mit dazu und die Kartoffeln werden dann nachher noch ein bisschen mit Petersilie bestreut. Ich reiche dazu dann immer noch einen Pflücksalat, Feldsalat mit ein wenig Rote Beete. Ich werde mir jetzt das Fleisch erstmal vorbereiten, werde den Knochen auslösen, Fleisch parieren und in Würfel schneiden. Das Fleisch habe ich mir jetzt also in mundgerechte Stücke geschnitten. Ja, das ist so ungefähr wie Gulasch die Größe. Die Zwiebeln habe ich in Scheiben geschnitten. Das sind also genauso viel Zwiebeln wie Fleisch vom Gewicht her. Und das Ganze gebe ich jetzt in zwei Portionen, also erstmal das Fleisch in zwei Portionen in einen richtig großen Topf. Da gebe ich jetzt gleich einen Teil von dem Butterfett mit bei. Und dann brate ich das in zwei Portionen, nehme es wieder raus und gebe dann die Zwiebeln rein und brate die dann an. Dann kommt noch mein Lammfond zum Einsatz. Das sind hier 800 Milliliter. Wenn man keinen hat, kann man also auch Brühe nehmen. Möglichst aber eine Bio-Brühe ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker und ohne Hefe, wenn es geht. So, ich werde jetzt den Topf aufsetzen und werde dann das Butterfett dazugeben, das richtig schön heiß werden lassen und dann kommt das Fleisch rein. Wenn das Fleisch dann so ein bisschen Farbe angenommen hat, dann nehme ich das hier mit einem Schaumlöffel aus dem Topf. Lass das ein bisschen abtropfen, das Fett kann ruhig drin bleiben, das kann man gleich gut gebrauchen. Die Zwiebeln. So, da gebe ich jetzt gleich nochmal eine Portion Butterschmalz dazu. Das nochmal einmal schön warm werden lassen. So, und dann können auch die Zwiebeln schon damit zu. Und auch der Knoblauch. Den habe ich also nur so ein bisschen grob geschnitten. Jetzt noch ein Stückchen Fleisch. Das kommt jetzt mal raus. Ja, die dann so ein bisschen anbraten lassen, dass ein bisschen Farbe bekommen. Und dann kann auch abgelöscht werden und das Fleisch und das Gemüse können dann noch mit dazu. Wenn die Zwiebelchen dann Farbe angenommen haben, ja, das kann ruhig so unten so ein bisschen ansetzen. Da entstehen ein paar ganz angenehme Aromen. Ich habe inzwischen übrigens auch noch etwas Salz dazu gegeben. Das Fleisch hatte ich übrigens auch vorhin nochmal immer jeweils kurz bevor ich es rausgenommen habe, im heißen Topf nochmal gesalzen und gepfeffert. Und jetzt ist so der richtige Zeitpunkt, wo man also auch das mit dem Lammfleischfond oder Lammknochenfond ablöschen kann. Das Ganze war jetzt im Übrigen etwas angewärmt, dass es nicht so ganz kalt dazu kommt und es dann so einen regelrechten Schock gibt. Ja, man könnte jetzt auch oder hätte jetzt auch kurz bevor ich das angegossen habe noch einen Esslöffel Mehl an die Bollen geben können und hätte damit dann schon vorgesorgt, dass nachher auch genügend Bindung dabei ist. Und dann gebe ich auch gleich noch den Kümmel damit zu, rühre das einmal kurz durch, lasse es noch mal einmal kurz aufkochen. Wenn dann die Bollen und der Kümmel im Lammfond köcheln, dann kann auch das restliche Fleisch oder überhaupt das Fleisch wieder dazu. Dann kann das Fleisch richtig schön nochmal ziehen. So, ein Stück daneben. Und nochmal richtig schön zart werden. Ja, das Ganze lasse ich jetzt etwa eine Stunde bis 1,5. Das muss man immer mal probieren, wie die Qualität vom Fleisch dann ist, ob es so schön zart schon ist, ob es noch ein bisschen zu fest ist und noch einen Moment kann. Ja, also eine Stunde bis 1,5 ist so eine Richtzeit. Das Ganze lasse ich jetzt auf kleiner Flamme und da kommt natürlich jetzt auch der Deckel drauf.
die Beulen und das Fleisch und der Kümmel und alles andere sind jetzt also etwa eine Stunde im vor sich hin köcheln. Das sieht auch schon sehr gut aus. Mittlerweile sind die Zwiebeln also auch ziemlich zerkocht. Und das gibt dem Ganzen nachher so eine gewisse Sämigkeit. Also da muss man jetzt nicht unbedingt noch mit Mehl arbeiten. Wenn man dann unbedingt möchte, dass einem zu dünn vorkommt, kann man zum Schluss auch noch ein bisschen Kartoffelstärke anlegen. Das wird jetzt noch 20 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit habe ich auch schon mal die Kartoffeln aufgesetzt. Die werden auch so in etwa 20 Minuten fertig sein. Ja, und dann kann eigentlich schon bald angerichtet werden. So, nach etwa anderthalb Stunden ist dann alles soweit. Das kann angerichtet werden. Ich habe mir da schon so eine kleine Salatgarnitur hingelegt. Das ist einfach dieser Pflücksalat und ein paar rote Beetescheiben. Die habe ich so ein bisschen mit Essigöl, Pfeffer und Salz angemacht. Da braucht man auch gar nicht so viel mehr Mehl. Und dann sind das hier jetzt auch schon meine Petersilienkartoffeln. Das ist einfach nur, das sind gekochte Kartoffeln. Die werden nochmal ein wenig Butter geschwenkt. Und dann kommt die Petersilie schon dazu. Und das Ganze tut man dann so. Kann man auch zum Schnitzelchen sehr gut essen. So, und dann kommen jetzt und das Fleisch und die Beulen. So. Und so sieht es dann aus, wenn es serviert werden kann. Ich werde das jetzt so an den Tisch bringen und werde das jetzt mal wieder genießen. Diesmal ist es ja mit Lammfleisch. Im Originalrezept macht man das eigentlich mit Hammel oder mit Ziegenfleisch. Ziegenfleisch ist nicht so leicht zu bekommen und Hammelfleisch ist mir ehrlich gesagt zu streng. So, nun hoffe ich, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass die anderen tollen Rezepte gut angekommen sind. Wer sie noch nicht gesehen hat, jetzt unbedingt kurz dranbleiben. Ich zeige jetzt gleich nochmal, wer alles mit dabei war und welche tollen Rezepte auch vorgestellt wurden. Ich wünsche jedenfalls einen guten Appetit, viel Spaß beim eventuellen Nachkochen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!